So, also ich frage gerade mal, ob wir skippen können. Ich habe Inke gezogen. Oh nein, jetzt kommt der Key nicht. Das war jetzt gerippt. Ach, jetzt hat er dann einfach gestartet. Oh boy, jetzt habe ich auf alles Cooldown. Der eine hat nicht gecheckt, dass es sein Key ist. Aber ich muss, ne, man könnte ihn jetzt flamen oder so, aber nein, das, also, ich kann das nachfühlen. Ich laufe auch nie meine eigenen Keys. Und mir ist es auch schon passiert, ne? Das ist eine Sache, die ist nervig, aber die kann vorkommen. Jetzt bin ich halt am Überlegen, komm, ich ziehe jetzt halt hier Inka. Die kann passieren, so ist das halt. Haben wir halt einen hochgeboostert. Aber wir haben auf jeden Fall Nightfee. Eigentlich habe ich mein erstes Inka immer, eigentlich habe ich mein erstes Inka, was ich jetzt in der Gruppe hatte, immer als Pre-Inka. Und dann, und dann quasi hinten bei der anderen Gruppe nochmal. Okay, ich muss mein Trinket ziehen. Ich habe zu viele Stacks, ne? Ich muss ein bisschen laufen. Ich habe 30 Stacks. Ich hätte früher laufen müssen. Schauen wir mal. Hey, wir sind im Combat, aber mit was? Ah, okay. Können wir skippen? Okay, ja, wir haben einen Skip. Jetzt habe ich halt hier kein Inka ready, ne? Das wird ätzend. Und mein Trinket habe ich auch raus. Das wird ganz schön ätzend. Für die Gruppe nichts zu haben, ich finde, das ist die schwierigste Gruppe in der ganzen Instanz, ne? Und dafür habe ich jetzt halt leider, also ich habe nur eine Wall, ja, aber sonst halt nichts mehr. Ungünstig. Die Heilung noch einmal drücken. Wie viel habe ich denn Stacks? Ich kick's jetzt einmal weg und laufe hier ein bisschen in die Ecke. 5 Sekunden. Okay, ist ausgelaufen. Passt. Kann ich mir sogar die Wall sparen, oder? Perfekt. Was, ab Stufe 11 ist nur noch Kiten als Tank? Also, weiß ich nicht. Im Ding habe ich jetzt gar nicht gekitet, in dem... Im Theater und auch in den anderen Keys eigentlich nicht. Hier gibt es ja verschiedene Pilze, ne? Hier gibt es mehr Ausdauer und es gibt auch noch den anderen. Ich glaube, den anderen muss ich eigentlich nehmen. Naja, egal, jetzt habe ich den Ausdauerpilz. Mir fällt gerade ein, ich hätte den anderen Pilz. Irgendwas Krasses macht der andere Pilz noch, ne? Ich glaube, den falschen habe ich jetzt genommen. Mal da meine Heilung noch drücken. Mal schauen, ob man... Ich weiß halt nicht, der andere haut jetzt auch gleich gut raus mit Boss-Buff. Achso, wir sind ja jetzt ein 15er, ne? Gar kein 14er. Mal gucken, was die jetzt hier mehr machen. I don't know. Ich spar mir jetzt mein Trinket hier mal. Aber ich finde die... Achso, ja, den Dings müssen wir machen. Ja, den Pride richtig. Pride... Jetzt geht er darüber. Da hat er den Heiler erwischt. Wollte gerade sagen, der war doch schon gut gestanden. Ich stehe hier eigentlich auch gut, außer der Hunter steht da. Nee, das passt.
Weiß nicht, das kann ich eigentlich nicht bestätigen, dass es dann nur noch Kiten ist. Aber klar, wenn du Necrotic hochgesteckt hast, dann ist es natürlich so, dass du weglaufen musst, ne? Da bin ich immer ganz froh, dass ich Ding noch dabei habe. Dass ich... hier, Typhoon, ne? Das kann man ein bisschen knockbacken. Das macht tatsächlich... Ah, ich hätte ihn rausdrehen sollen, ne? Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Weil der Hunter da stand. Naja, okay. Wäre vielleicht gut gewesen. Den können wir mal zwischendrin auch interrupten. Super, jetzt bin ich genau zum Interrupten reingechart. Jetzt dreht er, macht er seinen Shit wieder dahinter. Ja, der 4 kommt halt jetzt noch durch, oder? Ja, das ist Worst Case. Okay, jetzt poppen sie HT. Komm, ich hau jetzt mein Absorb Trinket drauf, weil, einfach für den Schaden. Ich zieh das jetzt mal offensiv. Schauen wir mal. Und, Barkskin habe ich jetzt auch mal offensiv gezogen. Der hat halt so viel Leben, ne? Holy moly, da müssen wir halt echt X-Phasen spielen. Wir haben ihn halt nicht mal auf 50% gekriegt. Oh boy. Bei dem werden wir eine Weile dran sein. Wir hatten jetzt gerade noch ein bisschen Pride, glaube ich, und HT und haben ihn knapp auf 50 bekommen. Also sind Minimum noch zwei Phasen spielen wir hier. Minimum. Weil er kriegt halt nur 20% Damage. Während er seinen Buff drauf hast, du musst ja immer das Ed hier töten. Und ich hatte schon Gruppen, die gemeint haben, ach, ne? Hier, der hat ja nur noch ein paar Prozent, scheiß auf den Buff, zieh auf den Boss durch. Das darfst du echt nicht machen. Wenn du das machst, dann hast du verkackt und zwar ganz schön. Muss mal gucken, ich darf ihn nicht so weit, glaube ich, dahinter ziehen. Aber ich will ihn so ein bisschen aus den Voids rauskriegen. Machen halt doch ganz gut Damage. Holy moly. Jetzt ziehen wir nochmal offensiv hier Dingsterwumster. Die Baumrinde. Ja, obwohl, jetzt ist er eigentlich schon relativ weit. Ich glaube, der eine Hunter macht mehr Damage als vorhin der... Jetzt vorher der Shami, ne? Der haut tatsächlich noch ein bisschen mehr raus. Okay, sie wollen nochmal den Typen killen. Ja, halte ich auch für sinnvoll. So, das ist oft die Situation, wo die Leute dann eher den anderen killen, ne? Den Boss oder versuchen ihn zu töten. Dann scheitert das und dann kriegst du richtig auf den Sack. Haben wir den Boss nochmal interrupt? Jetzt nochmal den 4 durch. Okay, da müssen wir raus. Komm, ich hau jetzt mein Schild drauf. Mal defensiv hier. Weil ich mir gerade dachte, wenn ich jetzt abnippel, wäre es nicht so geil. Das wäre nicht so geil. Danke. Ja, ich war gerade mit der gleichen Gruppe, haben wir einen 14er Theater gedouble-chested. Es war zwar knapp, das ist glaube ich nur 7, 8 Sekunden über, aber es war double-chest, ne? Schöner Run und dann habe ich gefragt, ob die noch eine Inni gehen wollen, ne? Wenn ich eine gute Random-Gruppe finde. Hurra! Mehr Freunde zum Spielen! Kommt nur! Was schreibt er? Can go south? Ach, er will hier... Er will die extra pullen. Ah, das würde ich nicht machen, Leute, bei... Also ich kenne das schon, dass man das machen kann, aber wir haben Bowstring und Necrotic. Also mit Bowstring und Necrotic hier so einen Haufen zusammen zu pullen. Ich kenne das in der letzten Gruppe. Haben wir das hier auch so gemacht. Die Bowstern jetzt halt übelst hoch und jetzt muss ich dann gleich... Also noch kann ich, ne, noch habe ich Schild. Noch kann ich stehen bleiben. Seht ihr das, obwohl ich auf 50 geboostert bin, geht's noch. Jetzt kicke ich sie mal weg und jetzt resette ich mal. Ich krieg halt 102% keine Heilung mehr, aber ich hatte hier das Schild so weit hochgesteckt, dass halt kein Stress war. Mit Inker ist halt echt nice. Okay, das ging halt easy. Das ging echt easy. Schauen wir mal. Der Heiler weiß, wo es hingeht. Du, also, ne, klar, wenn es nebenbei kommt, okay, aber im Moment ist so ein bisschen mein Plan... jeden Tag
jeden Tag sage ich, jede Woche 4 Kies zu laufen, ne, 4 14er Kies laufen, um mein Gear zu kriegen. Ich habe ja erst 2 15 habe ich jetzt, ne? Und so nach und nach mein Gear hochzuballern. Ich gehe ja im Endeffekt nur über die Weekly Chest im Moment, über nichts anderes. Okay, ich muss rennen. Ah, fuck it. Das war my bad. Ich hab nicht auf meine Stacks geachtet. Ich weiß nicht, soll ich laufen? Ist, glaube ich, schneller, ne? Das ist schneller. Nein! Warte mal, ich spawn nicht oben? Ich spawn nicht oben. Ich dachte, ich spawn... normalerweise, wenn du hier den Gang verkackst, spawnst du oben. Das war nicht gut. Jetzt muss ich komplett vom Anfang an laufen. Warum? Hä, das letzte Mal, als ich den Ding verkackt habe, das mit dem Nebel, bist du hier oben gestartet. Das ist nicht gut. Du startest am Anfang. Das kostet uns jetzt ein paar Sekunden. Ungünstig. Ich hätte früher weglaufen müssen. Na. Ah. Das war nix. Hier sind halt ziemlich viele Mobs, die schnell zuhauen, ne? Da muss ich gucken, wenn die lang leben, dann muss ich früher weglaufen. Da habe ich mich jetzt bisschen verschätzt tatsächlich. Ich hab nicht gedacht, dass ich schon irgendwie 40 Stacks hatte oder so. Da konnte der Heiler aber auch nichts mehr machen, ne? Dann kriege ich kaum mehr Heilung. Das war jetzt so ein Double-Verkacken. Einmal zu hoch gestackt, zu spät weggelaufen und dann gedacht, okay, ich spawn gleich da vorne, muss er mich nicht retzen. Und dann spawnst du halt am Eingang und denkst du so, nein. Ernsthaft? Den werde ich erwischen? So vielleicht? Ja, so passt's. So, wo müssen wir lang? Heiler, weißt du's? Da gibt's so ein Add-on auch, ne, dass dir das anzeigt. Oder eine Weak-Aura ist es. Mal die desorientieren. Okay, jetzt habe ich denn 19 Stacks, das geht noch. Gut, der Trash ist eh relativ, ne? Relativ schnell tot. Schlichtweg, weil, hier, oder? Ja. Schlichtweg, weil halt, Boss-Buff ist, ne? Der nächste Boss wird wahrscheinlich noch interessant. Da habe ich ja letztens mir mal sagen lassen, dass immer ich den Cast interrupten musste. Das wusste ich erst nicht. Und, ja. Weil wenn der nicht interrupted wird... interrupted wirst, dann ist halt einfach Feierabend. Deswegen ist hier Nightfeierabend. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Warte mal, mein Pilz ist... Ach, wenn du stirbst, ist der Pilz weg? Ernsthaft? Warte mal, kann ich diese Debuffs da vermeiden? Dieses Gift? Weil das haut doch schon ganz schön Damage raus. Das ist jetzt nochmal ein stärkeres Pack hier. Da muss ich weglaufen. Die werden mich zu sehr hochstacken. Also so bei 20, so bei 25, 30 muss ich wahrscheinlich moven. Fuck, ich bin geroutet. Das ist nicht gut. Jetzt sind die halt haben die Heilung noch einmal durchgebracht. Okay. Da muss ich nochmal laufen, ne? Sind sie nochmal geroutet? Jetzt laufen wir nochmal weg. Mal nochmal abstacken, okay. Aber jetzt killen wir sie. Die haben sich halt einmal hochgeheilt. Ich konnte halt auch nicht interrupten, weil wenn ich hochgestackt bin, muss ich halt weglaufen, ne? Also. Hier. Jetzt aber. Jetzt heilst du nicht nochmal. Das war jetzt halt blöd, dass sich die hochgeheilt haben. Bisschen unnötig. Aber nach dem einen Mob dachte ich mir, jetzt passt sie lieber ein bisschen auf, ne? Nicht, dass du
dass du wieder zu hoch stackst. Safety first, ich will nicht nochmal sterben. Das wäre nämlich sehr suboptimal. Ich hoffe, dass jetzt durch meinen Tod, dass das nicht der kleine Funken ist, der es nicht mehr in Time machen lässt, ne? Dann würde ich mich sehr ärgern, tatsächlich. Halt, da muss ich ein bisschen raus, so rüber. Es war ein bisschen unnötig, aber naja, so ist das. Da ist man unachtsam, ne? Dann passiert sowas. AT haben wir dann auch gleich noch. Bin hier am Überlegen, ich ziehe jetzt hier einfach mal noch Inka mit rein. Also ich muss auf jeden Fall jeden Cast interrupten, ne? Das hier. Das muss ich halt dann selber immer interrupten. Und ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Fuchs. Das Problem ist, ich cleave halt ziemlich. Und ich, wenn der in der Nähe von mir spawnt, dann ist halt echt ein bisschen kacke. So, welcher ist es? Der hier? Der da drüben ist es. Okay, ist klatschen. Okay, der Fuchs ist... Muss echt ein bisschen aufpassen. Okay, der Fuchs ist da nicht in die Falle rein. Ja, aber ist ein bisschen tricky. Wenn ich nämlich auf das Ad switche und das Klatschen nicht interrupte, bin ich instant tot. Müssen wir den eigentlich ins Fokus nehmen, dass mir das nicht passiert. Ah, schau mal, da war nämlich der Fuchs genau neben mir. Wenn ich da einmal Hauen drauf hab, dann hat der halt ewig einen Dot drauf, dann kannst du nichts sehen. Das ist sehr ungünstig. Hier, dann mal wieder klatschen. Dann kicken wir den mal. Okay, den wollte ich jetzt... Na gut, ist eh auf Cooldown. Welcher ist es? Wieder der da hinten. Jetzt muss ich bloß schauen, dass wir das mit dem Klatschen hinkriegen. Cleave den jetzt einfach mal so ein bisschen. Hier das. Weil viel Schaden mache ich eh nicht, ne? Ich muss halt auf jeden Fall schauen, dass ich das Klatschen interrupted kriege. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar besser wäre, wenn ich den Boss weiter wegstehen lasse und den gar nicht hinziehe. Weil cleaven kannst du eigentlich eh nicht großartig drauf. Wisst ihr, was ich meine? Weil der Boss ja dann eh viel weniger Schaden kriegt oder fast gar nichts mehr. Und dann muss, ist es halt vielleicht schwerer, den Geschossen hier, den hier auszuweichen. Ich weiß jetzt nicht, wie sonst das Tanks machen. Den, naja gut, das haben wir zumindest ein bisschen geslowt. Okay, jetzt ist er despawned. Ich weiß halt nicht, ob sonst die Tanks den eher nicht mit hinziehen oder... Mal noch schauen, dass der Hund nicht irgendwie... Dann kommt nochmal klatschen. Der Hund ist neben mir, oder? Also der Fuchs. Ich wollte gerade sagen, von was kriege ich so einen Schaden? Aha. Kackviech da. Der ist halt so ein bisschen astral, ne? Den siehst du halt schon schlecht, wenn der da in den Boss drin spawnt. Es ist schnell passiert, dass er dich wegholzt. Ja, oder dass du ihn raushältst und einen Melee wegholzt. Also, den siehst du halt echt nicht so geil. Diesen Drecksfuchs da, ich sage immer Wolf oder so, aber das, oder Hund, aber das ist, glaube ich, ein Fuchs, ne? Sieht eigentlich ganz cool aus. Es gibt hier als Nightfee, kannst du das, glaube ich, auch so als Gestalt kriegen, wo du rumlaufen kannst. Die ist halt echt ganz cool. Wir haben im Druid auch ganz gern Nightfee, ne? Hier gibt's so Special Tactics. Achso, hier gibt's so einen Zapfen. Was kannst du mit dem Zapfen machen? Der eine macht da irgendwas an dem Zapfen. Keine Ahnung, was war das? Was war das jetzt gerade mit dem Zapfen? Ich glaube, ich nehme dann für einen... Ich weiß nicht, muss ich mich da auch hinstellen? Ach so, wenn du den Zapfen aktivierst... Ah, das ist quasi der Friedhof. Wolf, Hund, Gaul. Ja, ich sag zu allen Mounts Gaul. Ja, weil Gaul für mich ein Synonym für Reittier ist, aber Gaul ist eigentlich ein Pferd, ne, ist schon klar. Aber im Endeffekt sind ja alle, also, nein, natürlich sind nicht alle Reittier. Oh fuck, ich hab schon wieder 40 Stacks, ne. Ohne Scheiß, der Heiler denkt sich auch, was macht der Typ? Willst du da mal so ein bisschen an den Rand gehen? Immer wenn ich den Chat lese, dann,
geht's bergab, ich sag's euch. Okay, dafür haben wir jetzt Inka. Wir müssen mal halt gucken, dass die halbwegs gleichzeitig sterben. Also die kleinen boostern ja nicht mehr die anderen hoch, ne? Also das passt. Desorientieren kann ich hier. Da habe ich mir jetzt extra Inka für aufgespart. Theoretisch könnten wir hier auch mehrere Gruppen zusammenziehen, ne? Ohne Stress. Die machen nicht viel Schaden. Aber es ist halt immer schwierig mit dem Hochbolstern, ob es sinnvoll ist, mehreres zusammenzuziehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich spielst du safe einfach die einzelnen Gruppen und gut ist. Okay, jetzt muss ich mal mein Trinket ziehen. Er hat mir auch noch eine Kuppel gestellt. Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn... Ich kann noch nicht desorientieren. Machen wir das mal. Noch nicht interrupten. Okay. Ja, ich muss weglaufen. Das hilft alles nichts. Ach, der Einschlag. Aber der hat mich jetzt hintergekickt. Ich musste da halt durch, ne? Das war halt übelst kacke, dass da jetzt der Einschlag ist. Aber es hilft halt nichts. Also in die andere Richtung kann ich halt nicht laufen. Gut, ich hätte über die andere Brücke laufen. Ich sehe gerade, hier ist noch eine Brücke. Gut, vielleicht hätte ich auch über die Brücke laufen können. Vielleicht. Wäre vielleicht auch gegangen, ja. Die war nicht bei mir im Routenplaner mit drin, die andere Brücke. Die hat er mir nicht angesagt. So, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen rüber, so, oder? So dürfen wir keinen erwischen. Ich glaube, der Heiler muss mal... Aele Kentangabit... Gut, das Ele wäre halt... Also der... Ne? Das ist ja gut, dass er entzieht, den Ele, aber... Es wäre halt echt cooler gewesen, den Ele bei so einer großen Gruppe rein, wo mein Necrotic dann ausläuft, als bei dem einen Mob, der halt nicht mal Necrotic macht. Aber okay. Ich bin ja froh, dass der überhaupt sein Ele zieht. Hier zum Beispiel, ne? Da kann der Ele dann alle Mobs... Oh boy. Das ist jetzt nicht gut. Vor allem die eine Gruppe ist jetzt halb runter. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Wenn nämlich alle geboostert ohne Ende. Ey, warum hat denn der Hunter jetzt von allen Aggro? Wie hat er das gemacht? What the fuck? Hat er so... Gut, der hat richtig reingewämst. Also... Ja, ich habe nicht Steigerung gemeldet. Hat der so viel Schaden gemacht, dass er mich bei allen... What the fuck? Was hat der Hunter gerade gezogen? Ich habe keine Ahnung. Aber das war gut eigentlich, weil dann konnte ich abstecken. Okay, keine Ahnung, ob das geplant war von dem Hunter. Also er hier übelst CDs hatte. War gut, muss ich sagen. Kann jetzt hier eigentlich nochmal reininkern in die Gruppe. Habe ich zwar beim Boss keinen Inka, aber... egal. Beim Boss bringt mir Inka eh nicht so viel. Inka bringt mir halt viel mit vielen Mobs. Seht ihr, da habe ich ein Schild oben. Dann passiert überhaupt nichts. Dann kann ich eigentlich in allem stehen bleiben. Juckt halt nicht, solange die Mobs da sind. Ist halt sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Und ich mache halt zusätzlich noch ganz gut Schaden, ne? Also weil ich halt dann durchbrezeln kann. Was schreibt er mir? Was schreibt in der Gruppe? Interrupt Konsump. Ich weiß jetzt nicht, das hat er jetzt in die Gruppe geschrieben. Wahrscheinlich alle. War das irgendein Zauber bei den Ads? Ich habe halt keinen englischen Client, deswegen weiß ich nicht, was das jetzt genau ist. Oder meint er das jetzt beim Boss, der Heiler? Don't know. Aber wir haben jetzt hier nochmal HT für. Können wir eigentlich ordentlich auf den Boss durchziehen. Ich spare mir mal meine Dev-CDs und guck mal. Ich glaube, der Heiler rätselt auch mit drauf, oder? Ja. Na gut, ich habe jetzt zwar keine Inka ready, aber das hier müssen wir interrupten. Aber ich habe keinen Interrupt ready.
kleinen Viecherle. Ich glaube, die kann ich nicht so wirklich tanken, ne? Aber die verfolgen, ja. Aber ich kann zumindest ein bisschen mit drauf cleaven, dann kriege ich noch ein bisschen Schild. Und sie sterben, den Tickenfixer. Der hat ein Schild drauf. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Also du kannst das interrupten, ne? Aber eben hat er war es geschildert. Ich glaube, das hängt mit den Ads vielleicht zusammen. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ich vermute nur. Vielleicht sollte ich mir mal alle Fähigkeiten durchlesen von den ganzen. Komm, jetzt hau ich mir mal mein Schild drauf. Safety first. Das war jetzt zwar vielleicht ein bisschen gewastet, aber. Oh, warte mal, ich zieh mal eine Wall, da ist doch ein bisschen viel Stuff. Einfach mal so aus Sicherheit. Ach, da muss ich auseinanderlaufen mit, ne? Die vom Heiler wegbringen, die Ads. Oh fuck, da ist richtig, richtig Party. Aber ich habe ja noch den Vorteil, ich überlebe ja noch ein paar Sekunden länger. Ich darf nicht so weit rauslaufen. Nicht, dass der Boss resettet. Das wollen wir nämlich auch nicht. Jetzt habe ich nochmal eine Heilung. Oh, ich habe Inka ready. So, jetzt sind wir eigentlich safe. Oder jetzt müssten wir safe sein. Sagte er und liegt im Dreck. Hier, die jetzt. Oh, der Heiler ist tot. Ich brauche Wut, um den Heiler zu retten. Okay, passt. Gut! Ich glaube, das ist der erste 15er in Time, ne? Sehr schön. Bis auf den einen Fail, den ich rausgehauen habe, war es doch ein guter Run. Ich dachte gerade, ich krieg ein Pet. Nein, ich habe noch auf Heal stehen. Ich habe ein Heiler-Trinket gekriegt. Ich Vollidiot. Nein, nein. Ich habe den Loot auf Heal stehen. Oh, ich hasse mich. Ich farm immer Transmog, ne? Und habe den Loot einfach auf Heiler noch stehen gehabt. Dammit. Ach, fuck. Naja, gut. Ein Trinket. Jetzt habe ich ein Heiler-Trinket. Ach. Der eine hat einen Stab bekommen. Auch Heiler-Ding. Bitte, bitte, bitte. Aber das lief doch schön durch. Ja gut, scheiß auf das Gear. Hauptsache der Key. Jetzt haben wir schon mal einen 15er hier in der Liste mitstehen. Das ist doch schon mal was. Verkaufst dem Heiler. Ich glaube, der braucht das nicht. Aber gut, sind wir gut durchgekommen.